Moin Leute, und jetzt hier mal zu einem heutigen Stadtbau-Update, was natürlich auch letztens unter meinem letzten Video in den Kommentaren gewünscht worden ist, dass sich einer auf ein Stadtbau-Update freut. Jetzt kommt hier natürlich für dich extra ein Stadtbau-Update und natürlich auch für die anderen, wenn es den anderen Leuten natürlich auch gefällt. Wie gesagt, aus meiner Bricklink-Bestellung Mauersteine in Dark 10. Hier sind auch noch, also hier sind noch Fliesen drin zum Ausgestalten, sind hier weiße für die Markierung außen. Dann haben wir hier noch hellgraue Fliesen drin und wir haben hier noch, sieht man durch die Kamera scheiße, also ich guck, nur noch dunkelgraue Fliesen. Diese Fliesen haben wir alle hier drin, sehr schöne Teile. Dann haben wir hier noch Pflanzenteile drin, das habe ich halt alles immer aus Konvoluten gesammelt. Da haben wir hier noch Pflanzenteile, kleiner Tannenbaum, noch ein Palmenblatt. Hier haben wir noch, noch Mauersteine, die habe ich alles aus Sets raus. Ich hatte jetzt noch eine Ninjago Base, die hatte ich da. Die habe ich jetzt einfach ausgeschlachtet, weil da waren sehr viele noch von diesen Dark Ten Mauersteinen drin. Also hier sind auch bestimmt nochmal 10 Mauersteine drin. Dann haben wir insgesamt jetzt 35 Mauersteine da. Hier haben wir natürlich auch ein bisschen dunkelgrau und sowas. Und jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, hier hinten am Bahnhof, der Bereich ist noch nicht ausgestaltet und dass ich diesen Bereich jetzt mal ausgestalte mit euch. Und dazu geht es jetzt los? Ich mache jetzt hier mal ein bisschen weg. Meine Beleuchtung, wo ich hier habe. Hier ist meine Burgruine, also meine Hausruine. Das soll so ein verfallenes Haus darstellen. Hier sieht man natürlich auch von vorne noch schön, habe ich alles schön gemacht. Hier vorne mit einem alten Tor noch dran. Schön. Hier an der Seite ist noch ein altes Fenster, noch ein Baum, noch ein bisschen Moos, was hier runter liegt überall. Dann habe ich hier noch die zerfallenen Inneneinrichtungen hier mit dem Boden, wo hier zusammenkracht. Richtig schön gemacht. Hier oben noch ein altes Gitterfenster. Halt Bäume, die überall drauf wachsen. Hinten ist die Polizeistation von Goodie, also von Lidl, der Marke. Hier ist ein kleiner Jahrmarkt mit der Strandbar. Hier ist dann der Strand und die Strandpromenade, wo ich hier extra schön gebaut habe aus roten Fliesen. Das sind alles zweimal einer Fliesen. Und das ist richtig viele. Die habe ich auch nicht über Bricklink bestellt, sondern alle in Konvoluten drin gehabt. Und jetzt geht es mal hier am Bahnhof los. Hier haben mich, also den anderen Bahnhofbereich habe ich mit einem Parkplatz ausgestattet, deswegen will ich hier keinen Parkplatz mehr hinmachen. Jetzt machen wir erstmal, hier habe ich noch so einen Alleebaum, also so ein paar Stadtbäume, die ich immer da hinstelle. Jetzt muss ich hier erstmal nochmal ein bisschen mit dem, wie heißt es hier, nochmal ein bisschen den Bürgersteig hier wegmachen. Das hier sind meine Gullideckel, also das soll meine Gulli da sein, darstellen und so. Davon muss ich jetzt leider auch noch ein paar holen, aber jetzt hier erstmal noch die Fliesen auskippen. So, alles schön auf die Straße. Hier haben wir dann noch ein bisschen mit Fliesentechnik hier noch zu arbeiten. Wegen Kamerahaltung wurde ich angesprochen. Leider habe ich noch kein Stativ. Das muss ich mal noch bestellen, extra für YouTube. Jetzt muss ich aber erstmal noch Dings holen gehen. Also ich muss jetzt noch ein paar Gullischächte holen. Ich habe leider kein Stativ, Leute. Und deswegen ist die Bildgrafik, also deswegen ist meine Kameraführung leider auch ein bisschen schlecht. Hier sieht man jetzt meine Sortierfächer. Das hier ist neu von Aldi. Mit meiner Mini-Figurenreihe. Die sind leider nicht alle vollständig, aber die werden noch vollständig gemacht. Jetzt hier sind meine Gullischächte drin. Die habe ich natürlich gerade vergessen mitzubringen. Ach, übrigens, Leute, hier habe ich noch Figuren. Die kann ich noch alle in der Stadt verteilen. Die kann ich noch, mache ich auch noch in einem Stadtbau-Update. Jetzt muss ich erstmal hier mit euch wieder zurückgehen. Hier, so, weil, wie gesagt, hier die Schienenführung muss ich auch noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt tue ich erstmal hier noch ein bisschen weiter ausfließen. So. Ja, ich wollte eigentlich unbedingt gucken, dass ich eigentlich den Abstand gleich mache. Aber irgendwie klappt das gerade nicht. Jetzt machen wir hier noch. Wenn ihr gerne noch Ideen habt, die ich gerne noch in die Stadt einbauen könnt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich jeden Kommentar durchlesen. Es werden nur leider in Zukunft ein paar weniger Videos kommen, weil ich jetzt durch Corona wieder ein bisschen arbeiten muss, 2 Wochen. Aber es werden trotzdem versuchen, ich werde trotzdem versuchen, noch trotzdem Videos hochzuladen. Aber es werden halt nicht mehr jeden Tag 2 Videos oder sowas sein, wie ich jetzt hier die ganze Zeit hatte. Das Stadtbau-Update, das ist jetzt ein etwas längeres Video und deswegen wird davon auch nur eins online kommen. Also jetzt heute wird nur ein Video online kommen. Das werde ich hier auch noch hier in der Mitte noch machen, weil hier in der Mitte fehlt ja natürlich auch noch ein bisschen die Ausgestaltung. Hier um meinem Stadt, also um meinem Kreisverkehr hier rum. So. Wenn es euch natürlich gefällt, dann könnt ihr mir gerne auch einen Daumen hoch lassen. Das würde mich riesig freuen.
Ich werde auch auf Instagram öfters mal auch jetzt mal Zukunft-Livestreams über die Stadt machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne da ein Abo da lassen. Da kommen jeden Tag ein Bild hoch mit Lego Technik Sets. Und das würde mich auch riesig freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. So, jetzt tue ich erstmal hier noch ein bisschen bauen. Ah, ne, da will ich jetzt keine Gullis hin machen. Die Kurve will ich keine machen. Aber so, da oben auch nicht. So. Deswegen, also wegen Kameraführung muss ich mich leider entschuldigen. Ich habe leider noch kein Stativ, wie ich ja schon erwähnt habe. Das muss ich mal noch bestellen, aber muss ich erstmal noch auf Amazon gucken oder auf eBay, wo die sind und was die so kosten. Und dann könnt ihr auch gerne, dann kriegt ihr auch bessere das kriegt ihr auch bessere Kameraführung. Das werde ich euch natürlich versprechen. So, aber bis dahin muss ich erstmal noch eins bestellen. So, der Kreisverkehr ist auch hier schön einmal umrandet. Hier vorne ist auch umrandet. Das hier wird der Bahnübergang. Da muss ich noch ein bisschen umbauen, weil hier halt, wie gesagt, eine Kurve drin ist. Da weiß ich noch nicht, wie ich das bauen soll. Das muss ich noch schauen. Aber jetzt muss ich mal hier noch ein bisschen. Dann gehen wir mal gerade ein bisschen in den Bahnübergang hier rein. Hier werde ich. Ich werde noch, muss noch graue Fliesen bestellen oder kaufen, dass ich hier noch einen Bürgersteig hinmache. Der Bürgersteig geht dann hier an dem verlassenen Haus vorbei. Dafür muss ich aber noch Fliesen bestellen. Und dann kann man hier auch langlaufen nachher. Aber solange wie ich jetzt hier noch keine Fliesen habe oder nicht ausreichend Fliesen habe, dann kann ich leider hier noch nicht weiter, also nicht den Bürgersteig machen. Ich werde jetzt gleich hier noch mit euch noch hier einen Zaun machen, damit die Leute nicht zur Gleise laufen. Aber dafür hole ich dann sehr wahrscheinlich die Mauersteine. Ich weiß aber noch nicht genau, weil ich habe eventuell vor, dass man da eventuell so eine kleine Erhöhung machen kann. Eventuell mit kleinem Blumenbeet, dass man hier so ein Blumenbeet hinmacht, hier einmal so längs, dass es so ein bisschen erhöht ist. Das werde ich natürlich mit euch jetzt bauen. Und das mache ich jetzt auch. So, jetzt müssen wir erstmal das Brickling-Bestellung hier auspacken. Dann muss ich das mal mit euch auspacken, die Brickling-Bestellung. Ach, der Baum hält das nicht. Der Baum hält das nicht. Ach, und hier habe ich auch noch gerade gesehen, hier sind auch noch ein paar Pflanzenteile in meinem LKW. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So. So müsstet ihr das alles sehen können. So seht ihr das, was ich hier alles baue. Und dann sieht man ja, sieht man ganz gut. Jetzt sind hier die 25 Mauersteine. Die setze ich jetzt erstmal hier schön hin. So. Einmal hier schön um die Ecke rum. So. Das wird sehr wahrscheinlich ein längeres Video werden, weil ich jetzt halt ein bisschen mit euch bauen werde. Aber ich werde sehr wahrscheinlich noch mehrere Teile drehen. Also da könnt ihr definitiv noch gespannt sein. Es werden noch mehr Videos online kommen. Thema Stadt, da werde ich jetzt auch ein bisschen aktiver. Es kommen Technik-Sets, werden weiterhin vorgestellt. Aber es werden auch noch weiterhin auch hier, wie gesagt, solche Sachen vorgestellt, wie die Stadt zu bauen. Weil ich halt auch sehr viele Abonnenten habe, die Stadt sehen wollen. Im Sommer kommen wieder Sachen zum Bushcraft, also zu meinem Shelter, zu unserem Camp. Dazu kommen im Sommer Videos. Und bis dahin aber erstmal solche Videos. So, jetzt gehe ich hier erstmal nochmal hier zurück zur Bahnstrecke. So, dann gehen wir hier wieder zurück zur Bahnstrecke. Jetzt müsste man das ja richtig schön sehen. Jetzt habe ich hier erstmal so ein bisschen so gemacht. Jetzt werde ich mit euch ein paar Steine holen, dass wir das hier unten alles ausfüttern können. Da kommen jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich da braune Steine reinmache für ein Beet oder grüne Platten drüber mache. Aber dafür gehen wir jetzt in mein Ersatzteilelager. Und dafür holen wir da jetzt mal Ersatzteile. Also dafür holen wir jetzt mal Steine für da. Und da kommt jetzt mal gerne alle mit. Jetzt gehen wir in mein Steinesortiment rein. So, in mein Steinesortiment. Da hinten sieht man die Kiste mit grünen Steinen. Hier unten sind auch noch grüne Platten drin. Die können wir auch noch gerade rausholen. Aber hier haben wir schon mal grüne Platten. Schöne grüne Kiste. Hier haben wir das Ninjago-Set, was ich gerade zerpflückt habe, extra für die Teile. So, jetzt holen wir hier noch die grünen Sachen raus. Hier haben wir noch ein paar grüne Steine. So. 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 Das werde ich jetzt definitiv heute, in dieser Folge wird definitiv erstmal hinten das gebaut. Da wird hinten der Bahnhofbereich ausgestaltet, soweit wie ich komme. Und im nächsten Teil könnt ihr euch dann was auf ein neues freuen. Dann werde ich sehr wahrscheinlich die kompletten Figuren in der Stadt verteilen mit den ganzen Szenen. So, die braune Kiste holen wir auch mal mit, weil da sind ja auch noch schöne Steine drin.
Und dann holen wir die beiden Kisten mal mit. So. Oh. Ein bisschen. Es geht mit einer Hand. So. Jetzt geht's hier wieder hin. So. So, jetzt haben wir hier die grünen Platten. Allerdings will ich jetzt erstmal gucken, dass wir da hinten eine Unterkonstruktion schaffen. Aber dafür hole ich jetzt eine Handvoll mit grünen Steinen. Eine Handvoll mit gelben Steinen oder sowas. Ne, gelbe habe ich nicht mehr da. Aber ich hole damit jetzt erstmal eine Handvoll von roten Steinen. Bei roten Steinen habe ich jede Menge da. Da holen wir jetzt erstmal hier ein paar Steine für die Platten zu befestigen. Weil man muss ja irgendwie die Platten in Grün muss man ja irgendwie befestigt bekommen. Und dafür holen wir erstmal hier eine ganze Handvoll mit roten Stein. So, das müsste reichen. Das ist eine schöne Handvoll. Die werden wir jetzt erstmal da unten drunter einbauen, damit wir die grünen Platten draufbauen können. So, wie ich sehe jetzt gerade schon, wir haben jetzt schon 11 Minuten. Also das wird wieder ein etwas längeres Video, aber ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt stelle ich euch gerade wieder hier hin. So, jetzt könnt ihr wieder sehen. Und jetzt werde ich hier erstmal das hier unten alles zubauen, dass wir hier die Platten drauf bekommen. Oh, es könnte knapp werden mit den Steinen. Ach, es könnte klappen. So. So, das passt. Also, Steinemenge hat dann doch schon gereicht. Jetzt werden wir hier noch jeweils so einen einbauen. Ah ne, vorne weiß ich noch nicht, ob ich vorne noch braun hin machen will, das weiß ich noch nicht. Aber so müsste das schon mal passen. So, und jetzt holen wir die grünen Platten. So, die grünen Platten holen wir jetzt. Hier sind schon mal grüne Platten. So, und noch ein paar grüne Platten. Und mit diesen grünen Platten machen wir jetzt hier erstmal so. So. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob ich das hier, jetzt zeige ich euch jetzt gleich mal, ob ich das so lassen will, weil, ob ich das so lassen will, dass die Mauersteine bündig bis zu den Dingern gehen, das weiß ich noch nicht. Aber da, ich glaube, ich werde das weglassen und werde da ein Stück Zaun drauf bauen, weil, Das sieht nämlich so aus, als ob die Wiese drüber kommen würde über die Mauersteine. Und das will ich ja auch nicht, sondern es soll ja schon relativ detailgetreu aussehen. Und deswegen mache ich das anders. So, dafür müssen wir dann gleich noch ein paar Zäune holen gehen. Und dann passt das. So, oh, hier fehlt noch ein Stein. Hier ist es ein Stein zu wenig. So, machen wir natürlich dann ein roter Stein wieder rein. Machen wir da jetzt so. So. Und dann kommt dann jetzt hier hinten noch die letzte Reihe hin. Und dann müssen wir das gleich mal testen, ob das Krokodil dann immer noch vorbeikommt, weil es bringt ja nichts, wenn das Krokodil dann noch nicht mehr vorbeikommt. Allerdings, wie man sieht, ich habe das Blumenbeet gerade fertig gebaut. Aber jetzt müssen wir mal gerade testen, ob die Züge vorbeikommen. Also, ja, der hier kommt definitiv nochmal vorbei. Oh, ist hier irgendwas, hat hier nicht geklappt. So, der Zug kommt vorbei. Jetzt gucken wir mal gerade wegen dem Krokodil. Das Krokodil, da ist jede Menge Platz. Das kommt dann nicht dran. Ue, jetzt habe ich die Weiche ja falsch gestellt. Jetzt ist das Krokodil entgleist. So, das Krokodil passt dann auch. Jetzt muss ich ein paar Zäune holen. Und da müssen wir jetzt ein paar Zäune einbauen, weil ansonsten sieht das halt nicht schön aus. Und wir haben da einen nicht fertigen Abschluss, sagen wir es mal so rum. Jetzt muss ich mal gerade wegen den Zäunen gucken. Wir haben hier eine Zäunekiste und haben hier noch Zäune, aber ich glaube, die sind zu hässlich, die sind zu groß. Hier hätten wir noch kleinere Zäune, die hole ich auch mal mit. Ich weiß noch nicht, dann müssen wir uns jetzt entscheiden da. So, oh, da habe ich einen falsch einsortiert. Der gehört gar nicht da rein, der gehört da rein. Uiuiuiui. Das muss ich halt alles aussortieren, weil das Sortierfach wurde langsam zu klein für die ganzen Zäune. Deswegen machen wir jetzt mal die ganzen Zäune da rein. So. Ah. Jetzt schauen wir mal wegen den Zäunen. Schwuppsdiwupps, hier noch mehr hin. Dann passt das. So. Dann haben wir wieder euch hier stehen.
Und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ja, die schwarzen Zäune sehen sehr schön aus. Allerdings glaube ich, dass die schwarzen Zäune zu wenig sind. Also schwarzen Zäune werden sehr wahrscheinlich nicht reichen. Aber es könnte eventuell klappen. Das muss man mal gerade schauen. So. Aber ich glaube, es sind leider viel zu wenig schwarze Zäune. Leider, leider. Aber eventuell können wir uns hier irgendwo noch ein paar schwarze Zäune ausbauen. Oder vielleicht reichen sie auch doch. Weil gerade könnte es so aussehen, als ob sie reichen. Weiß ich nicht. Muss man ansonsten gucken. Wenn ich immer irgendwo ein paar Minuten schwarze Zäune habe oder bestellen tue, dann tue ich nochmal schwarze kleine Zäune mitbestellen. Und dann geht das. Jetzt habe ich halt leider keine mehr. Jetzt reichen sie nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal hier weiter mit Grauen. Oh. Jetzt haben wir halt noch ein Problem, weil hier geht das nicht ganz auf. Weil hier ist nämlich ein Absatz. Aber da werde ich dann jetzt einfach einen Mauerstein einbauen. Und dann sieht das auch sehr, sehr wahrscheinlich schön aus. Deswegen machen wir das auch hier. Hier machen wir noch einen Mauerstein rein. Dann sieht das da schon mal schön aus. Dann machen wir das Ganze mit Abstand. Und dann können wir auch sehr wahrscheinlich Mauersteine sparen. Und es sieht trotzdem schön aus. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann werde ich euch das gleich zeigen, wenn ich das alles wieder abgebaut habe hier. Weil das Problem ist leider, die ganze Scheiße geht immer mit ab. So, ich will jetzt einen immer so machen und dann immer einen Zaun. Einen Mauerstein und einen Zaun. Weil ich habe ja so viele Mauersteine in Dark Tan hier. Und das auch, das sieht jetzt schon aus wie so ein uralter Bahnsteig, erinnert mich das gerade. Wir könnten ja ein paar Signale nachbauen, irgendwann im nächsten Video. Und dann könnten wir da ein paar alte Signale draufstellen. Und dann sieht das aus wie so ein uralter Bahnsteig. Obwohl, Signale müssen wir sowieso noch draufstellen, weil ich habe bis jetzt noch gar keine, also Signale fehlen noch an dem Bahnhof hier. Dann könnten wir natürlich noch ein paar Signale hinsetzen. Und dann sieht das richtig schön aus. So. Und den Schluss können wir leider jetzt nicht machen, weil ich muss das zwei Noppen verlängern. Weil das Problem ist nämlich, dass hier das Ganze nämlich hier um zwei Noppen zu kurz ist. Das machen wir aber jetzt. Dann machen wir jetzt einfach noch zwei Noppen dran. Zwei Noppen müssen wir noch dran machen. Machen wir einen kompletten Mauerstein dran. Und dann müsste das normalerweise jetzt passen. Ah, geht er ab. Ah, es geht nicht ab. Es geht nicht ab. So. So, das passt. Das werden wir natürlich jetzt auch hier wieder machen. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, was mein Fehler war. Ich habe hier vorne vergessen, noch einen Zweier einzubauen. Ups. Werden wir aber jetzt natürlich auch beheben. Hier neue Mauersteine. So, das passt. Und hier. Jetzt müssen wir nur gerade noch mal neue Platten einbauen, grüne, weil das ist jetzt alles größer geworden. Aber das sollte normalerweise auch kein Problem sein. Dann müssten wir einfach nur mit den Platten eins rüber. Eins rüber mit den Platten und dann geht das. Dann haben wir die perfekte Größe. Und dann passt das. So, jetzt muss ich nochmal mit euch hier einmal rüber alles. Alles einmal rüber bauen. So. Und übrigens, Leute, meine Videos tue ich auch nicht schneiden, sondern ich tue sie einfach für euch hochladen, weil ich halt einfach, einfach Videos produzieren möchte für euch und für euch zu unterhalten. Ich möchte das nicht hier für Geld machen, sondern ich möchte das einfach für euch das mitzuteilen oder euch das einfach zu zeigen. Und deswegen tue ich auch nicht die ganze Arbeit, wie alle anderen YouTuber, die Zeit mit zu schneiden machen. Lieber tue ich die Zeit nehmen und tue für euch dann lieber Videos produzieren, weil ich bin sowieso nicht so der Typ, der die Videos schneiden kann. Und dann tue ich es euch lieber direkt so hochladen. Dann könnt ihr gerne dran teilhaben. Wem die Videos nicht gefallen, der muss dann auch nicht gucken. Und dann geht das auch so. So, und jetzt machen wir hier mal einen Baum drauf. Weil ich habe ja hier noch einen kleinen Baum.
Dann machen wir hier zentral mittig drauf, dass es hier auch schön passt. Dann machen wir hier noch ein paar Blumen drauf. So, so. So, das sieht jetzt relativ schön aus. Also finde ich jetzt. Weil, wenn ihr es gerade so sehen könnt, das Blumenbeet ist fertig. Wir haben jetzt ein 20-Minuten-Video. Wenn es euch gefallen hat, ich werde das natürlich noch ein bisschen weiter ausgestalten. Hier noch mit so ein paar Blumen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich gerne über ein Like und ein Abo freuen. Und bis dahin, es wird nochmal ein Stadtupdate kommen. Und bis dahin, bleibt schön, bleibt kreativ, baut schön. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Tschüss.